Hey Freunde und damit herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pop Ghost. Die erste Folge ist ja richtig gut bei euch angekommen und ihr kennt mich, Freunde. Wenn etwas sehr gut bei euch ankommt, dann gebe ich euch auch mehr davon. Ich bin wie ein Drogendealer. Moment mal. Aber auch wenn das so ist, Freunde, könnt ihr natürlich gerne wie immer einen Daumen nach oben dalassen. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir spielen jetzt einfach mal die zweite Nacht in Pop Ghost. Ich meine, in diesem Spiel werden wir von Animatronics angegriffen, die einen 3D-Drucker bedienen können. Hier kann quasi alles passieren. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der zweiten Nacht von Pop Ghost. Und wir wissen ja, den Anruf können wir überspringen. Den haben wir uns in der letzten Folge schon einmal angehört. Wir haben ja schon einmal in die zweite Nacht reingespielt. Nur um einfach mal zu gucken, was die Animatronics hier überhaupt mit dem 3D-Drucker ausdrucken, ne? Ich meine die Endcall, ja? Ich will nicht telefonieren. Und es hat sich ja dann rausgestellt, dass die Animatronics da mit diesem Drucker irgendwelche anderen Animatronics zusammenbauen, die uns dann angreifen. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Was aber wie immer der Fall ist, Freunde, die Animatronics wollen uns natürlich an den Kragen, wie wir es ja in der letzten Folge bereits gemerkt haben. Und jetzt müssen wir nur mal aufpassen. Wir haben ja festgestellt, dass die... Moment, ich muss mich einmal umdrehen. Dass diese beiden hier hinten, die beiden werden ja auch noch aktiv gleich und fangen an rumzulaufen. Die kriechen ja dann irgendwie in die Lüftung rein oder so. Und ich weiß gar nicht genau, was mit denen los ist. Ich meine, wir waren dann in der Lüftung. Wir haben die Heizung angemacht, die haben wir ja jetzt in Nacht 2 und trotzdem... Oh ne, jetzt sind die schon wieder hier. Warte mal, wo ist denn das Vieh hin? Warte mal. Ah, da ist es am Drucken. Okay, Shutdown Room. Okay, haben wir erwischt. Easy, gar kein Problem. Also es ist, ja, ich weiß nicht genau, welche Animatronic hier was macht. Ich weiß nur, dass dieses komische Wieselvieh immer am Rumlaufen ist und Sachen ausdruckt und die anderen Viecher kriechen irgendwann in die Lüftung. Was dann passiert? Keine Ahnung. Was wir auch schon gemerkt haben, Leute, das Wieselvieh oder was auch immer das hier ist, ist sehr, sehr schnell. Ich meine, es hat jetzt hier schon Bein ausgedruckt. Ja, obwohl ich eigentlich aufgepasst habe, hat es das Vieh irgendwie geschafft, ein verdammtes Bein auszudrucken. Hinten kommt es schon angelaufen. Oh nee, es ist ein Arm. Es ist ein Arm. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz. Okay, wir sollten jetzt vielleicht ein bisschen besser aufpassen, Freunde. Nicht, dass das Vieh noch weiter Teile ausdruckt. Ich meine, wir haben in der letzten Nacht ja schon einmal gesehen, was dann genau passiert, wenn das Vieh alle Teile ausgedruckt hat. So, Moment, ich muss wieder aus dem Fenster gucken. Die Panik steigt schon wieder. Der Panikbalken geht bis sonst wohin. Da müssen wir aufpassen. Wenn der ganz hoch steigt, kriegen wir auch direkt Probleme. So, jetzt ist es hier am Drucken. Wir machen einen direkten Shutdown. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das Vieh von Nacht zu Nacht schneller wird im Drucken. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen. Es hat schon direkt so einen Arm in der Hand gehabt. Das war schon ziemlich auf Zack. Guck mal, jetzt ist es schon direkt hier hinten und geht direkt in den nächsten Raum rein, um weiter zu drucken. Warte mal, welchen Raum ist es jetzt? Hier drinnen. Okay, Shutdown. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Haben wir es? Haben wir, ne? So, okay, gut. Dann ist das jetzt, ist es direkt wieder vorne. Es geht direkt in den nächsten Raum rein. Alter. Okay, was mit den Viechern hier hinten? Die stehen noch da rum. Okay, nicht, dass die sich auch anfangen zu bewegen. So, warte mal, jetzt müsste es ja hier drin sein, oder? Oder hier? Oh, es ist hier drin. Okay, Shutdown. Diese Viecher mit den Schildern sind auch mega creepy, weil jedes Mal, wenn unser Typ die Viecher, die die Schilder hochhalten, sieht, geht die Panik direkt hoch, weil er direkt denkt, oh Bruder, oh, die wollen mich töten. Ist da eine ganz neue Erkenntnis, ne? Ich glaube, das Vieh ist schon wieder in irgendeinen Raum reingegangen. Es ist übel schnell heute Nacht, Freunde. Da ist es schon wieder. Shutdown. Shutdown. Wir müssen echt gut aufpassen, weil wenn das Vieh es fertig bringt, alle Teile zusammenzusammeln, werden wir ja irgendwie von Shadow Bonnie oder so angegriffen. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall mega creepy aus, das Vieh, was uns dann angreift. Okay, und guck, die Viecher gehen jetzt hier hinten rein und dann gehen die in so eine Lüftung, kriechen die gleich rein. Das wird auch noch mega nice. So, hier wieder Shutdown. Oh nein! Es hat es noch geschafft zu drucken? Alter, wie schnell... Hä, was sind das für 3D-Drucker? Ich habe noch nie so einen schnellen 3D-Drucker gesehen. Das ist doch verarsche. Oder habe ich es noch geschafft? Warte mal, habe ich es noch geschafft? Nein, nee. Oh nein, es liegt schon. Alter, ist das Vieh schnell. Was ist denn hier los? Hä, wie schnell ist denn das Vieh unterwegs? Das hat das Ding ausgedruckt und hier reingebracht und ist schon wieder auf dem Rückweg, obwohl ich die ganze Zeit auf die Kamera gucke. Okay, jetzt ist hier drin. Shutdown. Alter. Wie, keine Ahnung. Das, weiß nicht, was das Vieh zum Frühstück hatte. Geht auf jeden Fall richtig ab. Wahrscheinlich eine Tasse Kaffee zu viel getrunken, hä? Okay, es ist schon wieder hier in dem Raum drin. Wir machen wieder Room Shutdown. Weil das lassen wir uns nicht gefallen, Freunde. So nicht, so nicht. Warte mal, das geht jetzt auch direkt, das geht nur hier vorne in den Startraum zurück und rennt jetzt direkt in die nächste Gasse. Ist auf jeden Fall ein sehr fleißiges Vieh, sagen wir es mal so. So, jetzt ist hier drin, wir machen Room Shutdown. Und jetzt gucken wir mal kurz in die Vent-Camera, weil Freunde, guckt mal.
Wir haben hier Besuch. Ich weiß nicht genau, wo die Viecher hinwollen, aber wir haben Besuch des Nachts, ne? Ich weiß auch nicht. Warte, das Vieh ist hier hinten, ist hier rein, ne? Ne, hier rein. Oh! Warte, hier ist es drinne. Warte, Room Shutdown als Fenster? Boah, das war knapp. Die Panik war ziemlich hoch, Freunde. Die Panik war maximal hoch. Der Typ dachte sich auch so, oh, Bruder, oh, Kacke. Aber wir haben jetzt schon 3 Uhr nachts. Es sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir machen wieder einen Room Shutdown. Das Einzige, worüber ich mir eigentlich gerade Gedanken mache oder wo ich Sorgen habe, ist die Viecher im Lüftungsschacht. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los ist. Ich meine, die chillen hier drinne, okay. Aber ich weiß nicht. Ich wette, die bewegen sich gleich noch irgendwo hin und stellen irgendwas an. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir von denen auf jeden Fall noch irgendwas sehen werden. Ich meine, die kriechen ja nicht einfach in die Lüftung und machen dann nichts. Ich habe hier noch nie eine Animatronic erlebt, Freunde, die irgendwo hingeht, in eine Lüftung oder so und dann nichts macht. Oh, warte mal, das Vieh war da gerade. Room Shutdown. Nicht mit mir, Bruder. Nicht mit mir. So, wir gucken ein bisschen aus dem Fenster, um die Panik zu senken. So. Okay, das Ding ist wieder hochgefahren. Und das Vieh geht jetzt gleich hier oben wieder in den Raum auf Cam 3. Zack. Und zack. Schicht im Schacht, Bruder. Hier wird nichts gedruckt. Und wir haben immer noch erst 3 Uhr, Freunde. Also ich muss schon sagen, die Nächte vergehen wirklich sehr, sehr langsam in diesem Spiel. Also man braucht schon echt Geduld. Vor allem, weil die Viecher hier extrem aktiv sind. Ich meine, die rennen hier von links nach rechts. Dann druckt er da was. Dann druckt er hier was. Okay, Freunde, die Viecher auf der Cam. Oh Gott. Die Viecher in der Lüftung sind weitergelaufen. Warte, ich muss einmal gerade Room Shutdown machen. Weil jetzt gehen wir nochmal in die Ventcam. Warte mal, kann ich hier hinten? Okay, jetzt sind die schon hier, Alter. Die kriechen hier oben irgendwie rum oder so. Ich weiß nicht genau. Kein Plan. Ich gucke jetzt nochmal gerade raus. Panik steigt, Freunde. Die wollen irgendwo hin. Die wollen irgendwo hin. Der Lüftungsschacht geht ja über unserem Charakter her, ne? Wir können ja hier nach oben auch gucken. Ich glaube, die wollen uns hier angreifen, habe ich so langsam das Gefühl. Wenn die uns hier zu nahe kommen, kriegen wir, schätze ich mal... Oh nein, es hat schon wieder was gedruckt, Bruder. Oh, na, hast du ein Bein gebaut? Ja, das hast du sehr schön gemacht. Guck mal, es hat ein Bein in der Hand. Wow. Ja, leg das Bein auf den Tisch. Leg es hin, leg es hin. Aber ist nicht so schlimm, Freunde. Ich meine, das Vieh braucht immer noch 3 Teile. Noch ein Bein, noch ein Arm und den Kopf. Das wird es eh nicht so einfach schaffen. Sondern wir gucken mal in die Ventcam. Oh, scheiße, die Viecher sind schon weiter. Ventcam. Okay, wir machen Heat. Ich glaube, ich muss immer die Heat aufdrehen, damit die Viecher nicht weiterkommen. Ja, ich muss zwischendurch immer mal auf Heizung machen, dann ist es da heiß. Dann gehen die nicht weiter. Ich glaube, das ist so. So, warte mal, wo ist das Vieh am Drucken? Wo ist da? Room Shutdown? Room Shutdown. Okay. Wir haben 4 Uhr nachts. Ich mach nochmal Heat. Ich lasse es jetzt einfach laufen hier, Freunde. Mir egal. Mir egal. Weil die müssen nur noch hier drüben runter und dann kommen die zu uns. Dann sind die hier bei unserer Kamera. Und das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Wirklich nicht. Okay, nochmal Room Shutdown. Ist schon wieder da drin, Alter. Also, Freunde, das ist erst Nacht 2, ne? Das ist Nacht 2 in Pop Ghost und die Viecher drehen jetzt... Oh, was macht ein Toy Freddy hier? Hä? Warte, nochmal Shutdown. Nochmal Shutdown, hä? Da war Toy Freddy auf einmal. Toy Freddy und das Vieh. Hä? Warte mal, ich muss ja mal aus dem Fenster gucken. Da muss ich mich erstmal beruhigen, Leute. Nicht mit mir. Holy shit, Alter. Okay, warte, wir gehen wieder rüber. Das Vieh ist immer noch hier drin. Warte mal, ich muss erstmal... Oh, die sind schon weiter. Ventcam, Heat. Heat. Alter, die sind auf dem Weg. Wir haben 5 Uhr nachts, aber... Soweit, so gut. Holy moly. Okay, das Vieh bringt jetzt hier oben Cam 3 rein. Wir machen wieder Room Shutdown. Hier unten gucken wir mal wieder Ventcamera. Noch ist am Heaten. Wir machen wieder die Heat direkt an. Gar kein Bock. Das Vieh geht wieder hier oben rein. Wir machen wieder einen Shutdown. Hier wieder auf die Ventcam. Na komm. Heat. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay, wo will das Vieh als nächstes hin? Es ist schon wieder irgendwo rein. Nein, nicht Ventcam. Room Shutdown. Room Shutdown. Okay, wir müssen hier aber auf die Ventcam. Ist noch am Heizen. Wir machen die Hitze aber wieder an. Leute, nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh nein. Oh, ich muss kurz aus dem Fenster gucken. Kurz beruhigen. Kurz beruhigen, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, und wieder rüber. Warte, es ist hier irgendwo. Hier, Room Shutdown. Ventcam, Heat. Oh, sie sind über mir. Nein, 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 Bruder, nein, nein, nein. Ich bin so kurz davor, Freunde, es ist 5 Uhr. Wir haben... Oh! Yes! Oh! Oh! Das war die knappste Runde ever. Die haben mich schon angeguckt. Okay, Leute, wir kriegen jetzt wieder eine von diesen komischen Zwischensequenzen. Okay, jetzt laufen wir jetzt irgendein anderes Vieh hier rum.
Okay, wir sind ja in der ersten Nacht am Ende, sind wir schon als irgendein Animatronic in irgendeiner, keine Ahnung, was das ist, so eine Traumwelt oder so eine Albtraumwelt. Da sind wir irgendwie unterwegs als Animatronic, so wie das aussieht. In der letzten Folge sind wir links gegangen, wir gehen heute einfach mal rechts. Und dann hier runter. Wir folgen einfach dem Pfad. Und wir haben dann am Ende irgendwie so einen Typen gefunden, der irgendwie gefesselt war oder gefangen von irgendwas. Okay, hier komme ich nicht durch. Okay, dann bin ich hier also falsch. Muss ich denselben Weg gehen wie beim ersten Mal? Ich weiß es nicht. Oder warte, hier ist ja eine große Kreuzung. Wir gehen mal nach oben. Vielleicht müssen wir dahin. Kann ich eigentlich auch sprinten oder so? Nee. Alter, hier ist nochmal eine Kreuzung. Ey, Bruder, mach nicht den. Dann jetzt nach rechts vielleicht? Weil ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich weiß auch nicht, was das soll mit diesen Zwischensequenzen und worum es hier geht. Hier ist auch eine Sackgasse, ne? Die Sackgasse, oder? Jo, hier kommt man auch nicht durch. Hä, was ist denn das? Hey, Freunde, wir haben jetzt irgendwelche komischen Geräusche. Was ist denn hier? Oben links, seht ihr das? Das ist Bonnies kaputte Gitarre oder so. Okay, ich bin jetzt an der großen Kreuzung nämlich mal links gegangen. Wir gehen jetzt nochmal zurück und dann gehen wir einfach mal geradeaus. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Irgendwie ist alles eine Sackgasse, wo ich gerade hingehe. Irgendwie scheint hier kein Weg irgendwo hinzuführen. Wir haben ja eben schon Chicas Muffin gesehen. Jetzt Bonnies Gitarre. Jetzt gehen wir mal geradeaus. Okay, hier geht der Weg nach links weg. Gehen wir hier mal lang. Auch, nee, oben ist ein Weg. Da unten ist Freddys Mikrofon. Okay. Okay, hier können wir jetzt scheinbar lang gehen. Ich glaube, hier sind wir jetzt richtig, Leute. Warte, da oben ist Freddys Hut. Und Freddys Fliege. Von seinem Anzug. Von seinem Animatronic-Anzug. Okay. Hier drin ist nichts. Also wir finden scheinbar wie so Teile von den Animatronics. Oh. Oh, das war Toy Freddy. Hä? Hä? Okay, Freunde. Da war irgendwie Toy Freddy wie in so einem Netz gefangen oder so, so wie der Typ am Ende von der ersten Nacht. Und wir haben ja Toy Freddy auch irgendwie zwischendurch auf den Kameras gesehen, also keine Ahnung, was das alles bedeutet, Freunde. Aber wie auch immer, das war's für die zweite Folge von Pop Goes. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf diesem Kanal, euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut. Bis dahin.